Herzlich willkommen bei Brandenmundos Asthma Physik Astro TV. Wir werfen jetzt nun einen Blick auf das elektromagnetische Spektrum, was ich nämlich hier in Form einer Tabelle dargestellt habe. Deswegen eher elektromagnetische Spektrum in Anführungszeichen, aber hier wird genau das dargelegt, was man auch im elektromagnetischen Spektrum vorfindet. Also ganz links habe ich die verschiedenen elektromagnetischen Wellen, die es gibt, wie zum Beispiel Radiowellen oder UV-Strahlen, und daneben habe ich insgesamt drei Spalten. Die erste Spalte für die Frequenz der elektromagnetischen Welle, die zweite Spalte für die Wellenlänge, wo man hier auch unterschiedliche Einheiten sieht, wie Zentimeter, Nanometer, Mikrometer, weil bei elektromagnetischen Wellen die Wellenlängen extrem unterschiedlich sein können, und halt noch die Energie der Photonen der jeweiligen elektromagnetischen Strahlung in der dritten Spalte, was in Joule angegeben wird. Wir gucken uns jetzt mal die Radiowellen an. Die haben eine Wellenlänge von ungefähr 1 Kilometer, eine Frequenz von ungefähr 300.000 Hertz. Kann natürlich auch variieren. Es gibt auch Radiowellen, die eine deutlich niedrigere Frequenz haben, auch welche, die eine deutlich höhere haben. Und eine ungefähre Photonenergie von 1,9872 mal 10 hoch minus 28 Joule. Während die Röntgenstrahlen zum Beispiel eine sehr hohe Frequenz haben und eine sehr hohe Energie haben, also eine sehr hohe Photonenergie. Und wenn man sich die Spalte Frequenz und die Spalte Energie uns jetzt genauer ansehen, habe ich auch drüber auch zwei Kreuze gemacht, weil das genau die wichtigsten Spalten in diesem Video ja sind, stellt man nämlich fest, je größer die Frequenz, desto größer ist die Energie der Photonen. Das heißt, da muss eine Proportionalität vorliegen, was letztendlich auch ist, denn genauer gesagt, es ist eine direkte Proportionalität, da je größer die Frequenz, desto größer auch die Energie ist. Das ist ja direkt proportional. Und da muss natürlich auch ein Proportionalitätsfaktor dahinter stecken, was die Ursache dafür nämlich ist. Und jetzt müssen wir das Ganze nachprüfen. Wenn man jetzt von jeder elektromagnetischen Welle die jeweilige Photonenergie durch die jeweilige Frequenz der elektromagnetischen Strahlung teilt, müsste immer dasselbe Wert bei rauskommen. Was letztendlich auch die Wahrheit entspricht. Am Ende kommt das tatsächlich bei raus. Überall. Zum Beispiel bei Radiowellen. 1,98 bla 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 mal 10 hoch minus 28 Joule durch 300.000 ergibt 6,624 mal 10 hoch minus 34 Joule. Wenn man jetzt zum Beispiel die Photonenergie von den Gammastrahlen ausrechnen, kommt ebenfalls 6,624 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunde bei raus. Also überall kommt derselbe Wert. Und diese Konstante, die hier bei rauskommt, ist der Planck'sche Wirkungsquantum, H. Also der Planck'sche Wirkungsquantum ist sozusagen der Proportionalitätsfaktor. Und das lässt sich ausrechnen, indem man ganz einfach die Energie der Photonen durch die Frequenz dividiert. Also H ist gleich E durch F. Der Planck'sche Wirkungsquantum gibt sozusagen das Verhältnis zwischen der Energie eines Photons, der jeweiligen elektromagnetischen Strahlung und der Frequenz der elektromagnetischen Strahlung an. Also sagen, ist das ein Verhältnis zwischen Energie und Frequenz. Das ist das, was der Planck'sche Wirkungsquantum angibt. Aber natürlich kennen wir auch alle die Gleichung E ist gleich H mal F. Das ist ganz einfach, ist die Gleichung H gleich E durch F auf E umgestellt. Und dann kann man ja, wenn einem die Frequenz von einer elektromagnetischen Welle bekannt ist, dann daraus die Energie der Photonen der jeweiligen elektromagnetischen Strahlung berechnen. E gleich H mal F. Das wäre quasi eine ganz normale lineare Funktion, weil E gleich H mal F hat den Ursprung von Y gleich M mal X. Dieses plus n lassen wir raus, weil das ja 0 ergibt, in dem Falle, weil wir ja hier nirgendwo einen Stadtwert irgendwo haben. Und wenn wir jetzt das so betrachten, aha, e gleich h mal f würde ja quasi y gleich m mal x entsprechen, müsste, wenn man das jetzt in ein Graph darstellt, zum Beispiel die Frequenz von den verschiedenen elektromagnetischen Wellen mit der Photonenergie,
Da würde man auch eine Gerade erkennen, also ein linearer Anstieg. Denn je höher die Frequenz auf der X-Achse, desto höher ist die Energie der Photonen, was auf Y-Achse dargestellt ist. Und in der Mitte hat man ja diesen Graph und die Ursache für diesen Graph ist halt der Anstieg und das ist halt der Proportionalitätsfaktor H. Also H ist halt das Planck'sche Wirkungsquantum, was ja der Proportionalitätsfaktor ja ist. Ich hoffe, dass euch jetzt dieses Video gefallen hat. Lasst gern einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Herzlich willkommen.